Mich würde noch interessieren, was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Gedächtnissport? Lieblingsdisziplin ist eigentlich Geschichtsdaten, historische Daten. Die mag ich eigentlich am meisten. Und da geht es darum, dass man sich zu einer Liste von fiktiven Ereignissen, also sind einfach ausgedachte Ereignisse, damit niemand einen Vorteil hat, sich Zahlen zu merken. Also zum Beispiel hier Interview in Würzburg 1912 ist genau. Und dann versucht man das zu verknüpfen. Und bei der Wiedergabe kriegt man eben dann nur die Ereignisse durchgemischt. Und muss dann eben sich, muss die Zahl dazu aufschreiben, hat 5 Minuten nur Zeit, um so viele wie möglich zu schaffen. Ja. Und zu der Disziplin bist du auch noch aktuell Weltrekordhalter, Immer noch, ja. genau. Ich hatte nicht mehr allzu viele, aber die habe ich noch. Genau, Genau. 5 Minuten Einprägezeit von solchen fiktiven Daten und könnte man selbst überlegen, was ich ihm zutrauen würde. Also es sind, kannst du vielleicht selber sagen, Es sind glaub 132. Genau. 132 In 5 Minuten. in 5 Minuten. Also es ist, Boah, das ja. hätte ich mir ja mal im Geschichtsunterricht gewünscht, Naja, so ich auch. Technik. Ich Ja. auch. Das konnte ich damals noch nicht. Cool. Oder noch ein Rekord, glaube ich, in 5 Minuten über 500 zufällige Ziffern in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben. Genau, das ist aktuell kein Weltrekord mehr, aber es waren, war mal mit 504 der Weltrekord. Aktuell ist er bei 520 in 5 Minuten. Also ist auch nicht so weit weg. Kann Ist man sich schon, nochmal zurückholen. Genau. selbst wenn man die Techniken kennt oder auch vom Gedächtnissport Ja. kommt, einfach trotzdem beeindruckende Leistung. Also es ist Danke. echt Ja. faszinierend. Und Weltmeister, ich weiß nicht, vielleicht viele Zuschauer haben vielleicht noch nie was von Gedächtnis-Weltmeisterschaft gehört, wie das abläuft. Da gibt es ja dann verschiedene Disziplinen und du warst dann Genau. Platz Nummer 1 insgesamt, oder wie Also es muss ist man so, sich dass das es vorstellen? ein Zehnkampf ist. Das heißt, es sind 10 Disziplinen, zum Beispiel Geschichtsdaten merken, Wörter merken, Zahlen merken, Karten merken, Namen merken und so weiter. 10 Stück. Und dann muss man sich vorstellen, wie bei der Leichtathletik, da gibt es ja auch so einen Zehnkampf. Und da gibt es immer Punkte für jede Disziplin. Man kann, es gibt so einen Standard, so 1000 Punkte, das versucht man zu erreichen. Man kann auch ein bisschen mehr haben, meistens hat man weniger. Und dann wird für jede Disziplin eben werden Punkte verteilt und am Ende gewinnt der, der über alle 10 Disziplinen die meisten Punkte sammelt, quasi. Also man muss überall gut sein, um da Weltmeister zu werden. Man muss gar nicht in jeder Disziplin Erster sein, aber man muss überall versuchen, vorne zu sein und dann eben die meisten Punkte am Schluss zu haben. Und das ist mir dann eben 2012 gelungen. Ja. Würdest du sagen, du hast von Natur aus schon ein super Gedächtnis, oder Nee. braucht man ein gutes Gedächtnis, um solche Also, Leistungen zu ist halt schaffen? die Frage. Ich glaube, also was mir oft passiert ist, ich verleg den Schlüssel oder sowas, ich leg den irgendwo hin und ich komme nach Hause und 5 Minuten später weiß ich schon nicht mehr, wo der liegt oder so. Also von daher sage ich immer, eigentlich habe ich kein gutes Gedächtnis. Aber ich weiß genau, wie ich das Gedächtnis austricksen kann, wie ich so umgehen kann, dieses Vergessliche, indem ich eben die Techniken benutze. Und wenn ich die aktiv benutze, die Techniken, dann vergesse ich eigentlich auch nicht wirklich was, muss ich sagen. Klar vergisst man auch da mal hin und wieder was, aber dann funktioniert es sehr gut und von daher kann man, egal wie man sein Gedächtnis einschätzt, ob man sagt, man ist schlecht im Namen merken oder Fremdwörter fallen mir schwer oder was auch immer, egal wie, man kann sich mit den Techniken deutlich verbessern. Also richtig, richtig stark verbessern. Nicht nur so ein bisschen, sondern auch schon verdoppeln oder verdreifachen seine Gedächtnisse oder noch viel, viel mehr. Also wenn man sich so 7 Wörter merken kann, mit den Techniken kann man sich auch 100 Wörter merken und zwar jeder. Also das ist Das einfach war auch so. damals die Faszination Ja. irgendwie, ja. Man kann Richtig. sich 20 Ziffern merken, auf einmal 100, wo man davor gesagt hätte, niemals. Und Genau. Und das geht eben nur mit Gedächtnistechniken und mit dem natürlichen Gedächtnis kann ich mir auch keine 10 Zahlen merken, aber ich würde dann die Techniken immer automatisch schon benutzen.